Willkommen zu unserer letzten Sitzung im Berufsbildungskolloquium im Jahr 2020. Schön, dass wir heute viele Teilnehmerinnen haben. Das liegt sicherlich auch an dem spannenden Thema, um das es heute geht. Für alle, die nicht so oft in der Runde sind, das ist, wie man so will, eine Zusatzveranstaltung, die die Kolleginnen und Kollegen der Berufspädagogik, namentlich Franz Kaiser und Tamara Riele, gemeinsam mit den Kollegen der Wirtschaftspädagogik, also Frau Lotze und mir, anbieten, wo wir so im regelmäßigen Rhythmus, so alle 2 Wochen, aktuelle oder besonders spannende Fragen aus der beruflichen Bildung erörtern. Meistens anhand eines Vortrages und anschließender Diskussion, häufig auch mit externen Gästen. Heute haben wir einen, wie man so will, internen Referenten, nämlich Franz Kaiser wird uns heute ein bisschen über die Ziele beruflicher Bildung aufklären und, wie ich an der Kurzinformation gesehen habe, auch engagiert aufklären. Es soll nämlich um kritische Gestaltungskompetenz als Ziel beruflicher Bildungssysteme gehen. Bevor du gleich loslegst, Franz, möchtest du zwischendurch Fragen zulassen oder Anmerkungen oder Verständnisfragen oder möchtest du die lieber am Schluss hören? Gerne unterbrechen, dann ist es nicht so langweilig, wie wenn einer nur am Stück redet. Das ist ja dann wie Unterricht, wenn alles schweigt und einer spricht. Das wollen wir ja nicht. Genau, also gerne unterbrechen, da ich wahrscheinlich nicht sehe, weil ich irgendwie auf meinen PowerPoint wechseln muss. Ja, entweder dazwischen reden oder Herrn Dietrich über den Chat anschreiben und dem signalisieren, ich möchte gerne was sagen oder es irgendwie sonst bewerkstelligen. Ja? Genau, man kann ja auch bei euch jetzt hier die Hand heben, aber ich muss gestehen, ich sehe, kann nicht einstellen, teilnehmen und gleichzeitig sehe. Das heißt, ich kann sein, dass ich eine Hand auch übersehe, ne? Also auf Ja. jeden Fall sich bemerkbar machen. Genau, also ansonsten, ich habe auch kein Problem, wenn einer einfach jemand dazwischen ruft. Genau. Alles, was der Lebendigkeit dient, sei willkommen. Alles Von klar. meiner. Dann Ja? steig einfach ein, Franz, auf deinen Vortrag. Gut, vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich, dass so viele da sind. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Ja, ich trage heute vor, Sie sehen, ich habe den Titel leicht geändert zu kritische Gestaltungskompetenz als Ziel beruflicher Bildung. Ich hatte zuerst geschrieben beruflicher Bildungssysteme, habe das aber in Anbetracht, nachdem der Vortrag vor 10 Minuten fertig war, überlegt, das kann so nicht bleiben. Und wie mein Kollege Dietrich schon angedeutet hat, es geht um ja darum, Impulse zur Veränderung zu geben, vielleicht auch ein bisschen nachdenklich zu machen, passt ja vielleicht auch ganz gut zur Vorweihnachtszeit. Warum trage ich das jetzt hier vor? Der Grund war schlicht und ergreifend, dass manche meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt haben: Naja, wenn du auf irgendwelchen Konferenzen bist, dann sprichst du ganz oft darüber bei der GEW in Schwerin oder auch mal auf einer Tagung in Hamburg oder wo auch immer, in Stockholm. Es wäre doch vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn du das hier mal tätest. Und naja, sie mussten mich nicht lange überreden. Also, insofern freue ich mich, in dem Rahmen zu meinem Herz- und Nierenthema sprechen zu können. Ich habe gedacht, ich hole ganz weit aus und beginne im Grunde genommen bei dem, was eigentlich Theorie ist, denn ich möchte mit der kritischen Theorie beginnen. Und warum beschäftigen wir uns überhaupt mit Theorie? Das wäre sozusagen mein erster Impuls. Was ist und warum überhaupt Theorie? Kommt dann zum Kontext und zur Basis der kritischen Theorie, insbesondere der Dialektik der Aufklärung. Ehe ich dann zu Orientierungspunkten kritischer Bildungstheorie und dann auch Berufsbildungstheorie komme. Und schließlich, das ist viel kürzer, als es jetzt hier steht, komme ich zu den Konsequenzen für Forschung, Praxis und Politik und dann würde ich eigentlich auch ganz gerne mit Ihnen diskutieren und das Ganze auch sehr gerne selbstkritisch reflektieren. Vielleicht klingt es banal, aber trotzdem habe ich gedacht, wenn ich über kritische Gestaltungsfähigkeit spreche, als Ziel beruflicher Bildung, dann schwingt für mich immer mit die Idee, um kritisch gestaltungsfähig zu sein, benötigt es Theorie. Und zwar Theorie als Zurückschauen, um zu treffen, also etwas zurückzutreten von einem Gegenstand und sich in einen anderen Modus, nämlich nicht den des unmittelbaren Tuns, sondern den des Reflektierens zu begeben.
Wenn man jetzt auf das Altgriechische guckt, der Theoreia, dann heißt das zunächst mal gar nichts anderes als die Anschauung der Praxis. Also wir gucken auf das, was ist. Und dann schauen wir uns an, was funktioniert. Wenn ich irgendwie eine Tür zuhalten will, die ständig auffällt, dann kann ich einen Riegel nehmen. Das sind so die klassischen im Mittelalter anzutreffenden Riegel, die wir manchmal dann vor alten Gartentoren, Türen noch haben. Das entwickelt sich etwas weiter zu diesen Schlössern, die Sie kennen, die unterschiedliche Praxiszusammenhänge haben. Und dann gucken wir uns das an, wie das funktioniert. Und dann könnte man darauf kommen, dass ein Schloss einen Schlüssel braucht. Und dann schaue ich mir andere Schlösser an, die funktionieren ohne Schlüssel. Und die Frage ist, warum funktioniert es? Aha, da fällt ein Scharnier ins Schloss. Und dieses Schloss bedeutet eine Auskerbung. Lassen sich diese Mechanismen beschreiben. All das beginnt schon in dem, was ich jetzt tue. Begebe ich mich im Grunde genommen schon in die Welt der Theorie, weil ich mir etwas anschaue, möglicherweise Skizzen dazu fertige und beginne zu überlegen, was sind denn die Mechanismen, die dazu führen, dass das funktioniert oder nicht funktioniert. Und lässt sich das verallgemeinern und stelle fest, na ja, so eine Auskerbung und etwas, was da einschnappt, das habe ich dann an vielen Schlössern, aber Schlösser haben ganz, ganz unterschiedliche Formen, mit denen das funktioniert. Und das lässt sich dann transferieren. Wenn ich denn Schlosser lernen würde und damit viel zu tun hätte, was ich mal als Schreiner hatte, dann beginne ich mich damit auseinanderzusetzen und Entscheidungen zu fällen, wann welches Schloss für welchen Zweck denn wohl am besten geeignet ist. Was ich hier aufzeigen will, ist, dass wir im Grunde genommen schon bei diesen simplen, sehr praxisbezogenen Dingen uns in der Welt der Theorie befinden. Transferiere ich das jetzt mal etwas weiter auf Aufgabenstellungen in der beruflichen Erstausbildung, dann könnte ich zum Beispiel zu der Frage beitragen, als angehende Berufsschullehrerin in einem relativ frühen Stadium der Berufsausbildung, wie kann ich mich, das ist eine Frage, die den Auszubildenden bewegt, in meinem neuen Ausbildungsbetrieb so verhalten, dass mich die Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz beim Lernen unterstützen. Und an dieser Stelle ist es absolut sinnvoll, erstmal zu betrachten, wie ist denn die Situation vor Ort? Das heißt, erkenne ich die, ich bewerte die, ich erlebe mein Handeln, ich versuche es zu beurteilen, ich versuche zu reagieren, ich gucke, wie die Reaktionen sind und ich bewerte, welches meines Handelns sozusagen der Situation am angemessenen, am geeignetsten gegenüber zu sein scheint. Das heißt, schon zu diesem frühen Zeitpunkt bleibt dem Auszubildenden gar nichts anderes übrig, als zu agieren, / zu reagieren und Verantwortung für sein Handeln zu tragen. Er muss Entscheidungen treffen, wie er sich in der Situation verhält und möglicherweise, und das wäre die Aufgabe dann in dem berufsschulischen Unterricht, vorausschauend zu denken, also zu antizipieren, wie wird die Situation sein, wenn ich in die Ausbildung komme, wenn ich in eine neue Fachabteilung komme. All das, was wir jetzt rechter Hand sozusagen sehen, dieses Turmgebäude, ist nichts anderes als eine Theorie dazu, die vielleicht helfen kann, dieses Wechselverhältnis, dieses Wechselspiel von Aktio, Interaktion und Reflexion ein wenig darzustellen und sich gleichzeitig deutlich zu machen, dass auch schon in diesem frühen Stadium ich als Auszubildender, der da oben ganz rechts steht, Verantwortung trage, wie er nämlich in Kommunikation mit den anderen kommt. Das scheint jetzt erstmal eine sehr simple Metatheorie zu sein und wir können uns natürlich nochmal genauer dann in die Details gehen und das kennen all jene, die sich mit sozialer Kommunikation beschäftigt haben, relativ gut, die verschiedenen Elemente einer Botschaft, die Selbstoffenbarung etc., anhand eines Beispiels, was jetzt zum Ausbildungsbetrieb nicht passt, aber eher sozusagen zu unserer Alltagswelt zu Hause. Da sagt einer, da ist etwas Grünes in der Suppe. Und das kann jetzt als Botschaft zunächst mal nichts anderes beinhalten, als das, was der Sachinhalt ist, nämlich da ist etwas Grünes. Möglicherweise verstehe ich aber etwas ganz anderes und das hängt wahrscheinlich mit der Betonung der Aussage zusammen. Also es gibt eine gewisse Selbstoffenbarung dabei, die dann einhergeht, wenn ich sage, da ist etwas Grünes in der Suppe.
Und das könnte ich sozusagen als diejenige, die das gekocht hat, durchaus verstehen als eine Botschaft an mich. Du kannst nicht kochen. Oder koche doch bitte künftig nur noch das, was ich kenne. Entschuldigung. Wie wir an diesem Beispiel oder an den beiden Beispielen verstehen können oder erkennen können, helfen uns Theorien zum Verständnis komplexer Vorgänge in ganz unterschiedlichen Kontexten. Das heißt, sie liefern uns Orientierungsmöglichkeiten. Ich muss nicht völlig ohne irgendein Wissen und eine Erkenntnis in eine Situation hineingehen. Im Gegenteil, ich kann mich auf eine Situation vorbereiten und ich kann im Grunde genommen gesammeltes Wissen von Menschheit, also intersubjektiv geronnenes Wissen, als Theorie, als Modell zunutze ziehen, um mir bestimmte Situationen zu erklären. Je komplexer, umso besser. Komme ich nun zum Kontext und zur Basis der kritischen Theorie. Die kritische Theorie, auch genannt die Frankfurter Schule, entsteht in Deutschland als eine Sozialphilosophie unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Terrorherrschaft. Verbunden ist sie mit den Namen Adorno und Horkheimer, aber noch viele weitere zählen mit hinzu, die sich philosophisch, soziologisch, zum Teil psychoanalytisch mit der Situation in Deutschland befassen, die selber zum Teil vertrieben wurden, von ihren Lehrstühlen verjagt, bedroht in ihrem Leben, Deutschland verließen, in die USA, nach Frankreich gingen, in unterschiedliche andere Länder. Und dann wieder zurückkehrten, um einen Versuch zu starten, wie denn eigentlich diese Situation, in der sich eine zivilisatorische Entwicklung der Menschheit völlig in ihr Gegenteil verkehrt, wie die zustande gekommen sein konnte. Und welche Verantwortung, welchen Beitrag dazu eigentlich das zuvor entwickelte Denken, das soziale Verhalten geleistet hat. Was hat Menschen, obwohl es doch schon eine Demokratie gegeben hat, zu solch autoritären Persönlichkeiten werden lassen? Wie konnte dieser Prozess der Zivilisation, den wir über Jahrhunderte, fast schon Jahrtausende entwickelt haben, in Barbarei umschlagen? Horkheimer und Adorno sprechen in dem Zusammenhang von der instrumentellen Vernunft. Und diese instrumentelle Vernunft wird genutzt für effiziente Vernichtung. Was Sie hier rechter Hand sehen, ist die der Grundriss des Vernichtungslagers von Auschwitz. Und Sie erkennen eine hochsystematische Struktur von kurzen Wegen, von Transportwegen, die systematisch geplant worden sind mit instrumenteller Vernunft, mit einem mehr als barbarischen Ziel. Die Konsequenz für Horkheimer und Adorno und viele andere aus der kritischen Theorie ist A, alles dafür zu tun, dass Auschwitz nie wieder sei. Und B, für sich selber zu überlegen, was denn ihr Beitrag dazu sein kann. Und das ist das Aufstemmen der Theorie als Fluchtburg der Vernunft sozusagen. Sich kritisch gegenüber dieser gesellschaftlichen Gegenwart zu verstehen und danach zu spüren, wo noch immer Kontinuität besteht. Und Kontinuität machen Sie in erster Linie aus in dem kapitalistischen Verwertungszusammenhang, der Effizienzstreben zum obersten Ziel erklärt hat. Sie entdecken also in der Dialektik der Aufklärung, eines Ihrer bekanntesten Publikationen, dass die unvernünftigen Gesetze des Marktes, die also nicht der allgemeinen Vernunft, sondern eher der schnellen Verwertung folgen und die damit einhergehende entfremdete Arbeit, den Mensch sozusagen zur freiwilligen Selbstunterwerfung bringen. Die Menschen verantworten sich nicht mehr, das finden wir auch bei dem Eichmann-Prozess, sondern erklären sich selber sozusagen zu Befehlsempfängern, willenlosen Soldaten, die ja nur das getan haben, was ihnen aufgetragen wurde.
Für Horkheimer und Adorno bleibt dieser Zustand aufrechterhalten. Auch in ihrer Zeit nehmen sie wahr, dass Menschen immer noch bereit sind, sich freiwillig bestimmten Gesetzen, bestimmten Vorgaben zu unterwerfen, wenn sie denn einen Benefit davon haben. Zugleich kritisieren sie massiv, dass industriell gefertigte Unterhaltungskultur den Menschen die eigene Fantasie beraubt. Also das, was sozusagen die höchste Frucht menschlicher Entwicklung oder der Zivilisation ist, wird zur Ware. We love to entertain you ist ein Spruch, den Sie sicherlich kennen. Unterhaltung ist sozusagen das Ziel der Kultur, nicht mehr Aufklärung, nicht mehr Selbstbesinnung, nicht mehr zur Ruhe kommen und über das Jetzt hinausdenken. Und ich habe bildlich mal dargestellt, was das bedeuten kann, dass eben dann auch Bildnisse, die eigentlich zur Hochkultur gehören, im Grunde genommen zur Ware auf dem Markt werden. Es gibt eine Wortmeldung. Ja. Ich höre. Bin ich mit der Wortmeldung gemeint? Hallo an alle. Ja, hallo. Es sah so aus. Ich wusste jetzt nicht genau, wann man Fragen stellen soll und wann nicht. Ich will es ja auch verstehen, noch mal ein paar Folien zurückgehen zu dem Satz, dass wie ich mich verhalten kann, damit meine Kollegen mich beim Lernen unterstützen. Für mich ist das irgendwie eine Frage, die so ein bisschen ein angepasstes Verhalten beschreiben würde. Also das geht ja mehr daran, wie kann ich mich jetzt verhalten, damit mir meine Kollegen ja auch mich unterstützen. Und ich würde gern wissen, inwieweit das mit dem Kritischen zusammenpasst und das nicht dann auch in Richtung instrumenteller Vernunft geht, weil es im Endeffekt das Verhalten nur ausgerichtet wird nach der Hilfe der Kolleginnen. Mhm. Ich war an dem Punkt noch nicht bei der kritischen Theorie, sondern erstmal nur dabei, was ist überhaupt Theorie, und habe in der Vorbereitung auf meinen Vortrag überlegt, was könnte denn eine Situation sein, die alle Zuhörerinnen, die sich jetzt gerade aktuell hier bei dem Vortrag versammeln und angehende Berufsschullehrerinnen sind, miteinander verbinden könnte. Also eine Situation, die wir alle uns vorstellen können, weil wir sie A, vielleicht schon erlebt haben, oder B, antizipieren können, okay, das könnte ein Thema sein, mit dem ich mich in der Berufsbildung beschäftige. Antizipiert habe ich im Prinzip oder mich rückbesonnen auf eine eigene Situation. Also wenn ich in der betrieblichen Berufsausbildung bin, dann hilft mir extrem, wenn die älteren, erfahrenen Mitarbeiterinnen oder auch in vielen Publikationen die Community of Practice mich aufnimmt und ihr Wissen, ihre Verhaltensweisen mit mir teilen. Nur so wachse ich im Grunde genommen in diese Berufsgemeinschaft hinein, die ja Ziel meiner Ausbildung ist. Dass das Anpassungsmomente hat, ist völlig zweifelsfrei. Aber um sozusagen in die Community of Knowledge als eine Community of Practice aufgenommen zu werden, habe ich kaum eine andere Wahl. Anders ausgedrückt, jeder würde sagen, der Novize, der so auftritt, dass er so tut, dass er am zweiten Tag weiß, wie man es besser macht, wird nicht viel dort zu lernen bekommen. Also vielleicht so eine gewisse praktische Cleverness, sich so zu verhalten, dass mich zunächst mal die Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz beim Lernen unterstützen. Okay, und wenn mir kritische Punkte auffallen im Sinne der kritischen Gestaltungsfähigkeit, dann schreibe ich die in mein schwarzes Buch und warte dann, bis ich fertig bin und äußere die dann im Team? Oder, also ich meine, das ist ja genau das, was ich erlebt habe. Das ist auch genau das, was man in der Pflege erlebt, wenn man dort gewisse ethische Standards oder so fordert in der Pflege von Kolleginnen oder so, dann ist man ja der, der alles besser weiß oder ja, der sich halt ins Abseits, ins Ausschießt, dadurch, dass man halt kritisch die Dinge gestalten möchte. Aber lass uns da nicht weiter drauf eingehen.
Ja, die Frage ist richtig und sie zielt ja auch darauf, wie das, worüber ich jetzt rede und noch weiter reden werde, nämlich kritische Gestaltungsfähigkeit, auch in der Praxis Akzeptanz findet. Aber wir kommen da gerne nachher nochmal zurück. Auf das, was heißt das eigentlich dann in der Konsequenz? Jetzt muss ich gucken, wo ich war. Genau, da war ich. Okay, Michael? Gut. Ja. Ich bin auch bei der kritischen Theorie und der Dialektik der Aufklärung. Was Adorno und Horkheimer herausarbeiten, ist, dass im Grunde genommen der Mythos der Moderne, der mit der Aufklärung einhergeht, dass nämlich sich die Welt entzaubern lässt durch naturwissenschaftliche Zusammenhänge, ganz, ganz viel Theorie. Also das ist Entdecken der Funktionsmechanismen. Warum ziehen denn eigentlich die Sterne übers Firmament? Was ist da eigentlich los? Warum blüht ein Baum und vergeht und so weiter? All diese Fähigkeiten, mit denen man auch sozusagen, mit denen die Verheißung ursprünglich einherging, dass eben damit auch die Befreiung vom Leid stattfinden wird, die hat sich ein Stück weit negiert in ihrer Beobachtung, weil sie feststellen, dass diese instrumentelle Vernunft all diese fantastischen Möglichkeiten der Aufklärung und der Erkenntnis zur Herrschaft nutzt. Und zwar in einer relativ amoralischen Art und Weise. Schauen wir uns den medizinischen Fortschritt an, die wunderbare Entdeckung von Penicillin. Es läuft uns sozusagen ein kalter Schauer über den Rücken, wenn wir uns mit dem medizinischen Fortschritt unter dem Nationalsozialismus befassen, was das mit Euthanasie zu tun hat, der sozusagen diese Verheißung dieses Mythoses der Moderne im Grunde genommen wirklich in den Dreck tritt. Ähnlich eben auch, wie wir die Fortschritte der Transporttechnologie, wenn wir dann an Auschwitz denken und wie lasten wir perfekt Güterwaggons aus, im Grunde genommen auch den Kindheitstraum vom Lokomotivführer im Grunde genommen wirklich vernichtet, weil da nichts Schönes mehr bleibt. Adorno formuliert das an einer Stelle in der negativen Dialektik so, dass er sagt, dem Markt entgeht keine Theorie mehr. Das bedeutet, all das, was wir denken, all das, was wir entwickeln, all das, wofür wir uns engagieren, kann letztlich immer auch für etwas Schlechtes genutzt werden. Keine Technologie, die wir entwickeln, auch keine Sozialphilosophie, die wir entwickeln, ist sozusagen davor gefeit, zum Negativen ausgelegt zu werden. Auch ein Schicksal sozusagen der humanistischen Psychologie, um noch ein Beispiel anzuwenden, die versucht im Grunde genommen Menschen zu befähigen, sensibler umzugehen mit seinem Gegenüber, lässt sich über neurolinguistisches Programmieren so verwenden, dass ich als Bankkauffrau perfekt wahrnehmen kann, wie sich mein Kunde verhält, wo er Unsicherheiten einnimmt. Ich kopiere sozusagen seine Gestik, seine Mimik und schaffe damit vertrauensvolle Situationen, obwohl meine Strategie einer instrumentellen Vernunft gemäßen ganz andere Zielsetzung hat. Auch das vielleicht ein Beispiel, dass es nicht nur um materialistische Theorien an der Stelle geht, also nicht nur um naturwissenschaftliche Theorien. Auf dieser kritischen Theorie basierend entwickelt sich die kritische Bildungstheorie einhergehend mit Heinz-Joachim Heydorn, über Gernot Konefke, Hans-Jochen Gamm und viele andere. Markiert habe ich hier mal die Publikation von Heinz-Joachim Heydorn über den Widerspruch von Bildung und Herrschaft. Er versucht deutlich zu machen oder er macht sich deutlich, dass wenn es uns denn gelingen soll, zu der gesellschaftlichen Gegenwart, in die wir ja eingebettet sind, in der wir aufgewachsen sind, die wir quasi aufgesaugt haben mit all unseren Sinnen, wenn wir uns befähigen sollen, dazu in eine kritische Distanz zu kommen, dann braucht es Schulung der Vernunft. Und von daher ist für ihn Bewusstseinsbildung entscheidend. Und er stellt aber fest, dass im Grunde genommen die Möglichkeiten zur Bewusstseinsbildung
sehr ungleich verteilt sind. Ich zitiere: Die Bildung des Begriffs Bewusstseinsbildung im strikten Sinn fällt dem Herrn zu. Damit die Möglichkeit der Verfügung über das empirisch Gegebene, der freieren Bewegung in Zeit und Raum. Die Bildung des Knechts hingegen bleibt an das Materiale gebunden. Er ist Arbeitskraft. Ich übersetze das mal ein wenig. Die Anschauung der Praxis, die Theorie, ist dem Herrn zugeschlagen. Wenn wir ganz weit zurückgehen in die Geschichte, dann treffen wir auf die Priester als Erste, die sozusagen zur Herrschaft gehören, die sich außerhalb des Volkes stellen und damit im Grunde genommen die Freiheit genießen, sich Gedanken machen zu können und zu studieren, wie denn die Welt funktioniert. Der einfache Knecht, Sklave und Arbeiter oder Arbeiterin oder auch einfache Angestellte soll das gar nicht können, sozusagen die Historie der Bildung. Um das aber zu erkennen, sagt Heidorn, ist es extrem wichtig, dass wir allen alles zugänglich machen und damit eben auch die eigene Geschichte. Und Heidorn fokussiert dort insbesondere auch die Geschichte der unterdrückten Arbeiterin. Und um etwas Unterhaltung einzubringen, habe ich gedacht, ich nehme etwas mit und ich hoffe, das funktioniert. Was jetzt aber leider nicht funktioniert, ich guck mal. Bevor das losgeht, kann man das hören? Ich hoffe, das geht. Nein, ich höre nichts. Bis jetzt nicht, nein. Jetzt auch nicht? Nein. Nein. Ah. Nein, aber ich glaube, das ist ein YouTube-Video, oder? Ja. Es gibt hier die Möglichkeit, das direkt einzubinden und in den Vordergrund zu bringen. Wenn du den Link kopierst und dann gibt es rechts bei den drei Punkten gibt's YouTube-Video teilen. Dann ist das für uns alle im Vordergrund. Okay. Ich versuche das mal. Wir werden sehen. Ist das jetzt anders? Nein. Nein. Okay, ja, leider nicht. Ich hatte teilen wollen mit Ihnen ein Lied über die Marianne von den Schmetterlingen, die die Proletenpassion geschrieben haben. Und es geht um die Situation, wie eine junge Mutter sagen. Jetzt habe ich aber selber was gehört. Ah. Funktioniert das jetzt doch? Also das Bild sehe ich schon mal. Ja, aber das hilft uns nicht. Ich versuche mal mit meiner Präsentation fortzusetzen. Jetzt geht es. Jeden Morgen, wenn wir zur Arbeit fahren, wird eine neue Seite ins Geschichtsbuch geschrieben. Wer schreibt sie? Geschieht Geschichte mit uns? Oder machen wir unsere Geschichte? Unsere Geschichte ist die Geschichte von Kämpfen zwischen den Klassen. Eine wütende Chronologie. Doch gelehrt wird uns die lange Reihe von Kronen und Thronen. Und über allem waltet ein blindes Geschick. Wenn wir so vieles nicht erfahren sollen, wer hat Interesse daran, dass wir es nicht wissen? Wenn so vieles nicht in den Lehrbüchern steht, wer will, dass es nicht gelehrt wird?
Ja, ich hoffe, dass das jetzt doch irgendwie geklappt hat. Ich wollte eigentlich etwas anderes abspielen, aber vom Thema passt es trotzdem. Also Heidorn geht es genau darum, dass eben sich die Arbeiterinnen und Arbeiter durchaus mit ihrer Geschichte befassen und darüber auch erkennen, ja, wie es mit ihrer Freiheit und ihrer Bildung bestellt ist. Und diese Bewusstseinsbildung, dass es Unterschiede in der Gesellschaft gibt, dass bestimmte Appelle, die die Gesellschaft an auch die Bevölkerung stellt, unterschiedliche Funktionen und Verheißungen in sich bergen. Was nun eigentlich im Sinne der kritischen Bildungstheorie der Befreiung aller in die Hände spielt, ist im Grunde genommen die Notwendigkeit, aufgrund des technologischen Fortschritts zunehmend Menschen zu qualifizieren. Also der organisatorische Fortschritt von Administration, Marktverflechtungen etc. benötigen auch bei den abhängig Beschäftigten abstraktes, selbstständiges Denken. Und damit entsteht genau das, was wir aus dem 19. Jahrhundert ja kennen, dass Erziehung und Bildung der breiten Bevölkerung zugänglich werden. Und zwar zumindest in allen, nahezu allen europäischen Ländern. Die Idee dahinter ist aber im Grunde genommen nicht, die Menschen dadurch zu befreien oder ihnen Handwerkszeug zur Befreiung an die Hand zu geben, sondern im Grunde genommen den Wohlstand der Bevölkerung zu sichern, die wahre Arbeitskraft sozusagen effektiver zu gestalten und damit eben auch Konsum und beschleunigte Kapitalverwertung zu ermöglichen. So die Analyse bei Heidorn und Konefke und jenen kritischen Bildungstheoretikern. Daran anknüpfend nehmen beispielsweise Lisop und Husinger in den 70ern mit ihrer arbeitsorientierten Exemplarik sich vor, in der beruflichen Bildung genau diese Realität zu analysieren. Sie sagen, im Grunde genommen können wir jede Situation, die wir in dem Arbeitsalltag haben, exemplarisch nehmen und an ihr diese komplexen gesellschaftlichen Verflechtungen deutlich machen. Zitat Lisop: Es geht nicht darum, die Realität zu handhaben, sondern sie zu erkennen, zu fragen, ob sie das ist, als was sie gehandhabt wird und ob sie das sein soll. Erst dann, wenn wir diese Fragen stellen können, wird Emanzipation wirksam. Ich versuche mal zusammenzufassen bis dahin. Wir stellen fest, dass die Bildungstheorie, der Bildungsbegriff aus der Tradition der bürgerlichen Aufklärung kommt. Die Idee ist im Grunde genommen ursprünglich in der bürgerlichen Aufklärung einhergehend mit der Französischen Revolution, den Menschen zu sich selber zu befreien und möglichst allen im Grunde genommen dazu zu verhelfen, sich ihres Verstandes zu bedienen und sich so weit als möglich frei entfalten zu können. Der Bildungsprozess lässt sich insofern fassen, als in dem Moment, wo sich Bildung vollzieht, im Rahmen des Studiums, im Rahmen von Arbeit, des selbstständigen Erkennens von Zusammenhang, entsteht so etwas wie eine dritte Geburt in der individuellen Entwicklung. Die erste Geburt ist die biologische, die zweite im Grunde genommen jenes soziokulturelle, die Assimilation an das Vorhandene, das ist das, wonach du, Michael, gefragt hast, also zu lernen, wie bewege ich mich denn so, dass ich nicht sofort eins auf die Schnauze kriege, um salopp zu sagen, oder dass Mama und Papa immer ganz streng werden, oder. Und dann kommt die dritte, nämlich die geistig-emanzipative, die mich freisetzt aus den soziokulturell vorhandenen Bedingungen und mir erlaubt, an der einen oder anderen Stelle eigenwillige, eigenmächtige, gut begründete Entscheidungen zu fällen. Die Bildungstheorie, die kritische Bildungstheorie sagt, das lässt sich nicht vermitteln. Also vergesst es, dass ihr irgendeine Möglichkeit habt, einen Menschen zu dieser geistigen Emanzipation zu erziehen, zu zwingen. Das kann nur ein selbstständiger Aneignungs- und Veränderungsprozess sein. Man kann keine Subjekte machen, formuliert Konefke das 87. Demzufolge kann Pädagogik also nur zu dieser Selbstermächtigung unterstützen.
Und im Kontext von der Gesellschaft kann das sein, dass das letztlich im Widerspruch zu funktionalen Anforderungen führt. Weil immer die Frage ist, was wollen wir denn jetzt? Wollen wir integrieren in Gesellschaft oder wollen wir befreien? Und das bietet mir nun die wunderbare Brücke zum Beruf und der beruflichen Bildung, weil diese Widersprüche sich eigentlich nirgendwo so toll kumulieren als genau in der beruflichen Bildung. Gibt es bis hierhin Fragen oder Diskussionsbedarf? Erstmal nicht. Wenn wir uns die Aufgabe und Funktion der beruflichen Bildung anschauen, dann gibt es so ein paar Hinweise darauf, wie man sie fassen kann. Ich nutze ganz gerne dieses eher schlichte Modell. Wir haben im Grunde genommen mit der beruflichen Bildung die Aufgabe, den Transfer vom Erziehungssystem ins Wirtschaftssystem erfolgreich zu gestalten. Das bedeutet, junge Menschen dazu zu befähigen, als beruflich Tätige im Wirtschaftssystem erfolgreich zu sein. Das ist zunächst erstmal die funktionale Anforderung. Thomas Kurz formulierte das aus einer systemtheoretischen Perspektive zunächst so, dass er sagt, Beruf ist die Vermittlungsform zwischen Erziehungs- und Wirtschaftssystem. Das Ganze ist eingebunden natürlich und deswegen verändert es sich auch permanent in der Art und Weise, wie es stattfindet, in die Arbeitskontexte, wie sieht ein Arbeitsplatz aus, welche Technologien werden dort genutzt? Und es ist zugleich beeinflusst und geprägt davon, was sind denn die gesellschaftlichen Vorstellungen, Rahmenkontexte, die gesellschaftliche Kultur, was ist die Lebenswelt, in der das stattfindet. Das BIP formuliert das bezogen auf Ausbildungsordnungen ganz krass. Berufsbildpositionen orientieren sich an den realen Anforderungen der betrieblichen Arbeit. Das heißt, was wir auf der Basis der Facharbeiterqualifizierung, das gilt genauso für die Fachangestellten, erreichen wollen, ist, dass die realen Anforderungen der betrieblichen Arbeit bewältigt werden können. Was dabei etwas aus dem Blick gerät, ist genau dieser Punkt mit Gesellschaft und Lebenswelt, den Beck und Beck-Gernsheim, vielleicht bekannt noch unter dem Stichwort Risikogesellschaft, thematisiert haben, dass wir mittlerweile Transformationsprozesse in der Gesellschaft haben, die im Grunde genommen mehr verlangen, als sich nur anzupassen an die Situation, sondern eben eine Fülle von Freiheiten damit einhergehen, die im Grunde genommen als riskante Freiheit individuell und biografisch bewältigt werden müssen. Das heißt, wenn wir uns jetzt Zielperspektiven beruflicher Bildung anschauen, dann gibt es ganz unterschiedliche, auf die hin bezogen Ziele von beruflicher Bildung ausgerichtet sein können. Wir können das erstmal ganz praktisch so sehen, wie das auch diese BIP-Formulierung im Grunde genommen transportiert. Ich zitiere Gerhard Bosch. Das Ziel beruflicher Bildung ist in erster Linie Qualifikationsbedarfsdeckung. Insofern machen wir Wirtschafts- und Arbeitsmarktanalysen, wir machen Ausbildungsmarktanalysen und schauen, wie kriegen wir die benötigte Zahl von qualifizierten Mitarbeitern, um das Bedürfnis der Wirtschaft an der Stelle zu befriedigen, einerseits und zugleich den jungen Menschen dauerhafte oder mehr oder minder dauerhafte Beschäftigungsperspektiven anzubieten. Es gibt zugleich auch eine sozialpolitische Perspektive, die darauf zielt, eben Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft als Ziel beruflicher Bildung zu formulieren. Ein Vertreter, der dies sehr deutlich in den Vordergrund steht und da auch nochmal eine besondere Perspektive auf Benachteiligte wirft, ist Josef Rützel, der diese sozialpolitische Perspektive der beruflichen Bildung betont und sagt, es geht um mehr als nur sozusagen die Integration in den Arbeitsmarkt. Es geht auch einhergehend damit unter einer subjektiven Perspektive auch um Integration in Gesellschaft und Beteiligung daran. Bei der pädagogischen Perspektive können wir uns quasi zurückbesinnen auf den alten Humboldt und sagen, es geht um die Entwicklung von Selbst- und Sozialkompetenz. Das ist ein wesentliches Ziel aller Bildung und demzufolge auch der beruflichen Bildung.
Und mit meinem kritischen Gestaltungsbegriff gehe ich noch ein wenig darüber hinaus und sage, im Grunde genommen nehme ich eine Weltgestaltungsperspektive an. Sehen Sie es beeinflusst sozusagen von den Zurufen aus dem Club of Rome, den Bedrohungen, die wir im Grunde genommen durch die Umweltveränderungen haben oder Fridays for Future. Das Ziel beruflicher Bildung aus meiner Perspektive muss sein, junge Menschen dazu zu befähigen, ihr eigenes Leben zu gestalten. Und das heißt auch natürlich, erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt zu sein, ihr eigenes Leben aber auch biografisch zu gestalten und die Welt mitzugestalten. Warum weite ich sozusagen den Berufsbildungsbegriff so weit aus, weil ich sage, wir haben massive Veränderungen von Arbeit und Lebenswelt, die es zu berücksichtigen gilt. Wenn wir im Grunde genommen eine Tradition in der beruflichen Bildung haben oder in der Gestaltung von Arbeitswelt, die da hieß, du kommst deiner Dienstpflicht nach, indem du genau das tust, was der Vorgesetzte von dir verlangt, dann haben wir genau jene Lernformen, die wir da links sehen, nämlich die schöne Beistelllehre, wo der Meister mir zeigt, was ich machen soll. Ich mache es nach, stehle zunächst mit den Augen und versuche zu imitieren und das dann zu platzieren. Wunderbar auf die Schippe genommen dann in Moderne Zeiten von Charlie Chaplin, wo im Grunde genommen nur derjenige erfolgreich ist, der genau im Rhythmus des Bandes das liefert, was von ihm erwartet wird. Ansonsten bricht das ganze Band zusammen. Wir kommen dann in eine Situation, wo man sich darauf besinnt, dass die Fehleranfälligkeit dieser durchorganisierten Bandstrukturen vielleicht zu groß ist und es andere, effektivere Möglichkeiten gibt, die vielleicht auch dem Menschen mehr entsprechen, unter dem Stichwort Humanisierung der Arbeitswelt, aber auch dann unter dem Stichwort der Effektivität von Lean Production entstehen dann teilautonome Arbeitsgruppen. Das sehen Sie hier bei der Band, also bei der nicht mehr Band, sondern eher Gruppenfertigung der PKWs hier bei Volkswagen zum Beispiel. Und in dem Moment, wo Unternehmen, Industrieunternehmen auf Gruppenarbeit umstellen, macht es Sinn, eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Planungs- und Optimierungsprozesse mit einzubeziehen. Und das führt dazu, dass dann der VW-Arbeiter im Interview sagt, früher wollte der Betrieb nur das Gold aus meinen Händen, jetzt will er auch mein Herz und mein Verstand. Das heißt, das kreative Potenzial der Arbeitskraft soll vollumfänglich ausgeschöpft werden. Soll eingebracht werden in den Arbeitsprozess, soll zur Effizienzsteigerung beitragen, ob es wirklich dann auch dazu beiträgt, dass wir zufriedenere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, sei mal dahingestellt. Was wir feststellen ist, dass es uns allen, die in diesen Formen arbeiten, deutlich schwerer fällt, von der Arbeit abzuschalten. Sprich, das, was ich sozusagen als Schreiner, als Hammerfall erlebt habe, also Feierabend, Schluss, jetzt kann ich nichts mehr tun, funktioniert an der Stelle dann nicht mehr, weil in meinem Kopf kann ich immer noch mal darüber nachdenken. Und mitunter kann ich auch noch mal kurz eine WhatsApp schreiben an diesen oder jenen. Und das symbolisiere ich ein wenig mit dem letzten Bild, das im Grunde genommen in der Cloud- und Crowd-Community im Grunde genommen eine Trennung von Arbeitsplatz und Wohnplatz oder Freizeit im Grunde genommen nicht mehr stattfindet. Unter Homeoffice-Bedingungen von Corona nimmt das nochmal ganz andere Züge an, wie Sie vermutlich im Moment alle selber auch miterleben. Das heißt, im Grunde genommen ist auch dann diese traditionelle berufliche Bildung, die im Grunde genommen nur befähigt, Dinge auszuführen, nicht mehr up to date. Schauen wir uns die Lebenswelt der Jugendlichen an, dann stellen wir auch fest, dass sich auch dort etwas massiv verändert hat. Junge Menschen werden deutlich früher selbstständig bezüglich Konsum und auch Kommunikation. Also konnte man früher vielleicht so mit 18 oder 19 mal langsam beginnen zu entscheiden, wie man sich kleidet, was man tut, was man hört, dann verlagert sich das deutlich auf viel frühere Jahre. Jetzt sind meine Kinder schon so alt, dass ich das nicht mehr mitkriege, aber diejenigen, die Kinder in dem Alter von 10, 11, 12 oder vielleicht noch früher haben,
können ein Lied davon singen, dass die dann relativ früh genau wissen, was sie gerne hätten und was bitteschön zu kaufen ist und was das Christkind unter den Baum legen soll. Wir sehen auch diese veränderten Ansprüche an Arbeit, die mit dieser Individualisierung einhergehen, auch in den Shell-Jugendstudien, bei denen sich die Ansprüche an Arbeit und Familie deutlich verlagert haben und Jugendliche mehr und mehr dazu tendieren, etwas Sinnvolles tun zu wollen und Arbeit und hohe Erwerbschancen nicht mehr zum absoluten Top-Ziel zählen. Das macht uns Probleme auch bei der Tradition der beruflichen Bildung, die ja eher in diesem traditionellen Industriesystem groß geworden ist und in dem Handwerkssystem, wo es eine Trennung gab von Führen und Ausführen, von Herrschen und Dienen, von Planen und strategisch Handeln und Umsetzen und korrigierend Handeln. Möglicherweise auch das, diese Tradition, ein Grund für den Mangel an Attraktivität beruflicher Bildung. Aber das will ich jetzt als Diskussion gar nicht aufmachen an der Stelle. Ich muss gerade was trinken. Nun ist diese Veränderung ja natürlich auch in der Berufsbildung und der Berufsbildungstheorie und Politik nicht völlig unbeobachtet geblieben. Michael Erke, ein Bildungstheoretiker oder Politiker der IG Metall, formulierte in 1978, Berufspädagogik als arbeitsorientierte Sozialwissenschaft muss die auf dem Stand der Produktivkräfte möglichen Bildungs- und Erziehungspotenzen der Arbeit freilegen und in Aneignungsprozesse transferieren, die wiederum zur Formulierung und Durchsetzung arbeitsorientierter Interessen befähigen. Wir reden von 1978, Sie merken, da gibt es auch schon ein paar marxistische Formulierungen. Wer von Produktivkräften spricht, hat Marx gelesen. Und Freilegung ist auch so ein klassischer Prozess und Aneignungsprozesse ebenso. Er will im Grunde genommen Berufspädagogik als arbeitsorientierte Sozialwissenschaft in den Dienst arbeitsorientierter Interessen stellen. Und sagt, im Grunde genommen muss ich Berufspädagogik auf die Seite der Arbeitenden stellen und Bildungs- und Erziehungspotenzen in der Arbeit freilegen und die dann offenbaren. Wenn wir so wollen, ein Frühtext zu Work-Based Learning oder arbeitsorientierter Lernen. Aber hier gekoppelt sozusagen mit einer klaren Zielsetzung der Durchsetzung von bestimmten Interessen, also Humanisierung der Arbeitswelt stand dahinter. Lempert kritisiert noch die Realität von alten Lehrgängen, die noch aus dem nationalsozialistischen Zeit stammten und den Titel trugen Eisen erzieht und schreibt 1974, Berufsbildung modernisiert sich in Überwindung der Eisen erzieht Lehrgänge zur emanzipativen, arbeitnehmerorientierten Bildung, damit die Benachteiligten, wir reden hier von angehenden Facharbeitern, in den Genuss ihrer demokratischen Grundrechte kommen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt in den 70ern haben wir noch eine Kultur in den Unternehmen, die ganz klar dem zuvor geschilderten Bild der Dialektik von Herrschen und Dienen entspricht. Aber bereits hier werden Forderungen laut, dies zu verändern. Felix Rauner als jemand, der sozusagen aus der Technik kommt, nimmt diesen Impuls auf und fordert die Befähigung von Facharbeitern zur sozialverträglichen Technikgestaltung. Also er erweitert sozusagen Berufsbildungsziele hin zur Technikgestaltung und sagt, auch auf der Facharbeiterebene sollen die herangehenden Facharbeiter befähigt werden, die Technik mitzugestalten. Und formuliert dann eben 1987, Befähigung zur Gestaltung von Technik umfasst auch die Fähigkeit erklären zu können, warum Technik diese und keine andere Gestalt hat. Und wie sie in ihren vielfältigen Wechselverhältnissen zur Natur und zur gesellschaftlichen Arbeit und vor allem in Bezug auf ihren gesellschaftlichen Nutzen zu bewerten ist. Also Sie spüren im Grunde genommen an dieser Stelle, dass bereits auf Facharbeiterebene oder Fachangestelltenebene im Grunde genommen Urteilskompetenz gefordert wird.
Und das bedeutet in der Konsequenz, und das kann man auch bei den Arbeiten, die dann um Rauna herum am ITB entstanden sind, eben auch der Technikgeschichte nachzugehen und diese mitzuvermitteln und zu zeigen, dass es im Grunde genommen auch an dieser Stelle politische Entscheidungen gibt, soziale Aushandlungsprozesse dahinter stecken, ob dieser oder jener technologische Pfad befolgt wird. Demzufolge formuliert er auch dann bei der Frage, wie lassen wir jetzt eigentlich künftig unsere Prüfungsformen prüfen, also diese Technikgestaltungsfähigkeit, dass es eben auch notwendig ist, Prüfungsaufgaben so zu entwickeln und auch so zu bewerten, dass sie diese Dimensionen, die Sie hier aufgeführt sehen, in der Ausführung mitbewerten. Also inwiefern berücksichtigt der Prüfling oder auch die Aufgabe Umweltverträglichkeit, Sozialverträglichkeit, Kreativität, Arbeits- und Geschäftsprozessorientierung, aber eben auch Wirtschaftlichkeit. Also Sie sehen im Grunde genommen die Dimensionen der Nachhaltigkeit, die mit berücksichtigt werden, neben den eher auf Effizienz- und Verwertungsorientierung hin bezogenen Zielen, die nicht außer Acht gelassen werden. Also eine Gebrauchswertorientierung, auch eine Anschaulichkeit, auch eine Funktionalität. Also ganz praktische Konsequenzen aus diesen emanzipatorischen Gedanken. Schauen wir uns das jetzt mal an, wie das heute aussieht in der Struktur und der Entwicklung der beruflichen Bildung. Wir haben im Berufsbildungsgesetz grundlegend stehen, dass berufliche Handlungsfähigkeit das Zusammenspiel von Fähigkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten ist. Wenn es aber um berufliche Handlungsfähigkeit in diesem etwas zuvor genannten umfassenderen Sinn geht, dann geht es nicht nur um das Handeln können, sondern eben auch das Verantworten können. Das Beurteilen des Kontextes, in dem ich handle, und dazu bedarf es der reflexiven Vernunft. Das machen wir insofern auch ganz gut, indem wir sagen, zumindest was die duale Ausbildung angeht, wir nutzen zwei Lernorte und wir nutzen im Grunde genommen zwei Möglichkeiten der Wissensgenerierung oder des Erkenntnisfortschritts, wie wir es auch immer nennen wollen. Wir orientieren uns einerseits auf die Situationen, in denen gehandelt wird. Und das tun wir in der dualen Ausbildung sehr früh, indem die im Grunde genommen ab dem ersten Ausbildungstag beginnt. Ich lerne den Arbeitsprozess, den Arbeitsplatz kennen und ich entwickle sozusagen Aufgabenstellungen, die mir in der praktischen Situation sofort Rückmeldung geben, ob ich das richtig oder falsch mache. Und das heißt, mittels dieser handlungsorientierten Formen entwickle ich mein Tacit Knowledge, das heißt, meine Sensibilität für das richtige Handeln in der Situation. Ich erschließe mir die Komplexität sozusagen des Arbeitsprozesses, indem ich den Arbeitsprozess auch erkunde. Und zugleich habe ich glücklicherweise einen anderen Lernort oder möglicherweise ist der auch im Betrieb, in dem ich mich mit meinen Mitarbeiterinnen, mit meinen älteren Kollegen über das unterhalte, was ich da jetzt wahrgenommen habe und teile sozusagen meine Einschätzung, ob ich das für richtig oder falsch halte mit Ihnen und bekomme sozusagen Rückmeldung. Das ist im Grunde genommen die einfachste Ebene des intersubjektiv gewonnenen Wissens von anderen Kollegen oder eben in Form von Theorien und anderen Konzepten, die ich mir dann in der Berufsschule, in der berufsbildenden Schule aneignen kann, mit denen ich mich auseinandersetze, um Funktionsmechanismen zu durchschauen. Das ist der Klassiker, mit dem wir sozusagen seit gefühlten 50 Jahren, vielleicht sind es auch schon 60 oder 70, berufliche Bildung betreiben. Nun gab es aber gerade in den 90er Jahren einen leichten Schwenk in die Richtung zur Situationsorientierung. Und zwar ist es ein Schwenk, den wir nicht alleine gemacht haben, sondern den finden wir Europa oder auch weltweit. Im Grunde genommen den Hype des Work-Based Learnings. Also eine starke Ausrichtung der beruflichen Qualifizierung auf die Situationsorientierung, deswegen Lernfeldkonzepte als der Versuch im Grunde genommen Arbeitssituationen in Lernsituationen zu übersetzen und dort dann sich das anzueignen, was unbedingt für das Handeln in der Situation benötigt wird. Klammer auf, klares Ziel. Schnellere Beschäftigungsfähigkeit nach Absolvieren der Ausbildung.
Zumindest gilt das für alle europäischen Berufsbildungssysteme, die sich nach Work-Based Learning sehnen, weil sie im Grunde genommen verbesserte Übergangsquoten nach dem schulischen Berufsbildungssystem in den Arbeitsmarkt haben wollen. Adorno würde das sozusagen analysieren, Zitat von 66, als Investition in das Humankapital wird der Qualifikationsprozess in den Betrieben verstanden und konzipiert und nicht als Bildungsprozess der dort tätigen Subjekte. Jetzt wird natürlich jeder auch sagen, ja, ist ja auch nicht überraschend, Herr Adorno, denn schließlich ist ja ein Wirtschaftsbetrieb kein Bildungsbetrieb. Also insofern, dass ein Wirtschaftsunternehmen ein Interesse daran hat, den Qualifikationsprozess möglichst effizient zu begreifen, erklärt sich aus den Zielen eines Wirtschaftssystems, eines Wirtschaftsbetriebs. Gleichwohl, wenn ich im Grunde genommen nun beginne, auch die berufliche Schule und die gesamten Bildungskonzeptionen stark auf Situationsorientierung zu betreiben, Praxis, Praxis, Praxis ist auch der Schrei sozusagen in der Lehrerbildung, dann darf ich mich nicht wundern, wenn das ein oder andere sozusagen nicht mehr in den Blick gerät und wir nicht vielleicht unbedingt von einem Bildungsprozess sprechen können. Was tun sozusagen aus Sicht der kritischen Berufsbildungstheorie? Meine Empfehlung ist an dieser Stelle, zu diesen beiden Polen einen dritten hinzuzufügen. Zum einen natürlich den zweiten Pol der Wissenschaftsorientierung wieder zu stärken und uns durchaus auch reflektierenden Modellen zuzuwidmen und damit im Grunde genommen auch Facharbeiterinnen und Facharbeitern reflexives Handwerkszeug an die Hand zu geben, aber zugleich eben auch in berufliche Bildung zu integrieren, die Befähigung dazu, die eigene Biografie zu gestalten. Und das in einer Situation, in der das mehr denn je notwendig ist, weil im Grunde genommen viele Traditionen, selbstverständliche Mechanismen unseres sozialen Systems sich auflösen und ich zunehmend selber verantwortlich bin, meine Sozialbeziehungen, meine Lebensentwürfe selber zu entwickeln. Die Schemata sind uns abhanden gekommen, aus denen irgendwie klar wird, dass ich mit Mitte 40 zwei Kinder, eine Frau oder einen Mann, je nachdem, oder eine zweite Frau oder einen zweiten Mann oder was auch immer haben werde. Das ist die eine Seite, die sich sozusagen auf den ganz individuellen Entwurf bezieht. Und die andere Seite ist, dass es durchaus auch Sinn macht, an Erke sei erinnert, eben mich auch in der Arbeitswelt für meine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinteressen stark zu machen und für gute und sinnvolle Arbeit einzusetzen und damit verbunden schließlich auch Welterhalt und Solidarität möglich zu machen. Was bedeutet das jetzt für die berufliche Qualifizierung? Natürlich ist das Ziel auch, in der beruflichen Bildung nach wie vor Menschen fachlich zu qualifizieren. Sie zu fachlich qualifiziert Handelnde zu machen, weil meine Erwartung, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, wenn ich mein Fahrrad in die Werkstatt bringe oder ein Auto, meine Erwartung durchaus ist, ein funktionsfähiges Fahrrad und Auto wiederzubekommen. Und ich dann nicht damit zufrieden bin, dass der Mensch, der sich um mein Auto gekümmert hat oder um mein Fahrrad, ein guter und wohltuender Mensch ist. Das heißt, diese Erwartung ist berechtigt, dass wir fachlich sauber agieren können. Aber es ist auch berechtigt, wenn es um Mitgestaltungskompetenz geht, dass wir vielleicht die Gewordenheit und Mechanismen dieser Technologien, mit denen wir arbeiten, auch kennen und demzufolge dort ein wenig Autonomie erlangen, um im Grunde genommen auch innovieren zu können. Auf der Ebene sozusagen der Sozialkompetenz wünschen wir uns solidarisch und kollegial handelnde Kollegen, Mitarbeiter. Demzufolge müssen wir auch in der beruflichen Bildung, wenn wir das erreichen wollen, dieser Kompetenzentwicklung Zeit und Raum einräumen. Und das Gleiche gilt eben für Human- und Selbstkompetenz, wenn wir wollen, dass Mitarbeiterinnen in der Lage sind, sich selbst gesund zu erhalten, im Grunde genommen auch sich selber kritisch zu reflektieren, wie sie agieren und eigene Ziele zu entwickeln, um auch stabile, belastbare Persönlichkeiten zu sein, dann muss auch dem sich berufliche Bildung widmen.
Und schließlich und endlich geht es eben auch um Weltgestaltung und damit eben auch sich bewusst zu sein, wenn ich in einer Institution, in einem Betrieb arbeite, mir klar zu machen, in welchem Kontext steht der und wo bin ich in der Lage, darauf Einfluss zu nehmen. Kann ich mitgestalten, wenn es darum geht, dass ich an einer Universität oder an einer Hochschule studiere und mir bestimmte Strukturen der Studiengänge nicht passen, mir bestimmte Belastungen von Prüfungen nicht passen, es keinen Sinn macht, dass wir dieses oder jenes Modul studieren oder die Themen aus meiner Sicht nicht dem angemessen sind, worauf ich eigentlich hin studiert habe. Das Gleiche gilt eben dann, dort auch Grenzen zu erweitern und Welt zu erhalten. Es ist nicht mehr so viel. Ich habe bemerkt, dass das Zeiterleben von Hebammen sich deutlich unterscheidet von dem von Straßenbahnfahrern oder von Künstlern oder auch leitenden Angestellten. Ich habe versucht, biografische Lernformen in die berufliche Bildung einzubeziehen. Das heißt, Auszubildende, die lernen sollten, Verantwortung für ihre Qualität, für die Qualität ihrer Arbeit zu übernehmen, reflektieren zu lassen, wann sie denn erstmals in ihrem Leben selber mal Verantwortung übernommen haben, um im Grunde genommen Emanzipation und Selbstreflexion auch in praktische betriebliche Berufsausbildung zu integrieren. Und viele, die jetzt bei mir bereits studiert haben, wissen, dass ich mit Hilfe der themenzentrierten Interaktion versuche, selbstreflexive Prozesse, Analyse der eigenen Biografie, des eigenen Gewordenseins im Kontext der eigenen Ziele in dem Bildungsprozess reflexiv zugänglich zu machen und am besten eben auch untereinander in der Gruppe auch zu tauschen und sich damit auseinanderzusetzen. Das zweite Punkt, den ich mir nochmal deutlich gemacht habe, ist, dass es eine gewisse bewusstlose Forschungshaltung ist, die damit einhergeht. Das heißt, ich tendiere eher zu einem qualitativen Entdecken dessen, was ich noch nicht weiß, als dass ich eine Theorie habe, die zu prüfen ich mit quantitativen Methoden unternehme. Das nicht bedeutet, dass das ausgeschlossen ist und dass ich davon gar nichts halte, aber mein eigener Zugang ergeht eher und basiert auf dem neulich schon bereits zitierten Satz von Adorno, bewusstlos gleichsam müsste sich das Bewusstsein an den Gegenstand verschwenden, um diesen selbst zu entdecken und nicht das, was der Verstand schon vorher weiß. Deshalb sind Methoden der Grounded Theory oder der dokumentarischen Methode mir eher näher, um zu gucken, was lässt sich quasi zwischen den Zeilen lesen, erkennen aus dem, was mir entgegentritt. Nächster Punkt, bezogen auf Forschung und Praxis, nicht aufzuhören, den eigenen Horizont zu erweitern, immer wieder auch Berufsbildung anders zu denken. Das bringt mich dazu, immer wieder den Blick in die Geschichte zu machen und zu schauen, wie war denn die berufliche Bildung in Deutschland früher und warum war sie so, aber auch gerne mal den Blick in andere Länder zu werfen und sich dem zu widmen, wie dort berufliche Bildung funktioniert und festzustellen, es geht auch anders und es geht auch gar nicht mal so schlecht. In der Praxis bedeutet das zumindest für mich, danach zu streben, diese erweiterte Vorstellung beruflicher Bildung, soweit es geht, auch in Curricula zu verankern. Also Anstrengungen zu unternehmen in dem Moment, wo ich im Bundesinstitut für Berufsbildung, für Ausbildungsordnung zuständig war, auch solche Themen wie Reflexion und Nachhaltigkeit in Ausbildungsordnungen zu verankern. Selbstverständlich subjektiv reflexive Studienanteile in der Berufsschullehrerausbildung zu verankern und auch sehr gerne in Berufsorientierungsmaßnahmen. Ich springe mal, wenn wir noch Zeit haben. Nein, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich lasse das mal weg. Ich wäre sonst gesprungen auf zwei Folien, die ich mit Claudia Kalisch entwickelt habe, zu kritisch selbstreflexiven Berufsorientierung. Ich will aber lieber zum Ende kommen, damit wir noch ein bisschen Zeit zum Reden haben. Konsequenzen für Forschung, Praxis und Politik. Was sollte sich eigentlich vor einem solchen Hintergrund politisch ändern?
bezogen auf unsere Berufsbildungspolitik oder auch insgesamt. Was bedeutet dieses Denken, diese Theorie für Berufsbildungspraxis? Wie lässt sich Wissen um diese Zusammenhänge und gleichzeitiger Anspruch an individuelle Emanzipation und Entscheidungsfreiheit vereinbaren? Also kann ich jemanden konfrontieren und von jemandem verlangen, so zu denken, wenn wir doch aber zugleich sagen, dass wir ja in einer freien Welt leben, in der ja jeder denken kann und entscheiden kann und machen und tun kann, was er will, solange er die Freiheit eines anderen nicht einschränkt. Und schließlich die letzte Frage: Gibt es überhaupt sowas wie eine Berufspädagogik der Befreiung oder ist das ein Widerspruch in sich? Weil uns im Grunde genommen der Standard in dem Begriff des Berufs an der Befreiung hindert. Mhm. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und eure Aufmerksamkeit. Ich bleib mal da. Genau, dann gibt es noch Literatur und so. Ich lade ja die Folien sowieso hoch und wir machen sie zugänglich. Ja, Franz, dann vielen Dank für diesen doch sehr dichten und, glaube ich, sehr spannenden Einblick und die Hinführung zur kritischen Gestaltungskompetenz als Ziel beruflicher Bildung. Ich glaube, es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte für Diskussion und Rückfragen, auch wenn ich natürlich glaube, dass einige von uns erstmal ein bisschen was sacken lassen müssen. Aber es gibt ja gleich spontane Äußerungen aus der Runde. Wer mag starten? Robert Hansch möchte zum Beispiel sprechen. Robert, bist du da? Vielleicht Mikro anmachen? Ich sehe ihn, aber ich höre noch nicht. Klappt nicht. Klappt nicht, okay. Weitere Versuche, vielleicht erfolgreichere mit Beiträgen oder Ergänzungen oder Rückfragen oder Kritik. Dann provoziere ich dich mal, Franz, ein bisschen. Gerne. Du hast ja dieses Dreieck aufgemacht von Subjektorientierung, Situationsorientierung und Wissenschaftsorientierung und hast ja gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du Situationsorientierung ja, wenn man so will, im Wesentlichen im Rahmen betrieblicher Arbeits- oder Verwertungsprozesse siehst, also in der Lernen, in der Praxis, und hast diese Praxis am Anfang ja für unsere Zeit als sehr stark, wie soll ich sagen, ökonomisch determiniert beschrieben, als sehr stark marktwirtschaftlich gesteuert. Ich will jetzt nicht so Begriffe wie Globalisierung und Wettbewerb und Preiskampf und Preisdruck in den Ring werfen. Also quasi ein ökonomistisches System, in dem berufliche Bildung stattfinden soll und gleichzeitig zur Emanzipation und Befreiung und vielen anderen Dingen beitragen soll. Ist das Ganze nicht dafür ein Plädoyer, was du ausgeführt hast, berufliche Bildung nicht mehr in Betrieben stattfinden zu lassen, sondern zum Beispiel in Hochschulen? Also Stichwort Akademisierung, die ja eigentlich ermöglicht, mehr, vielleicht eher und mehr Bildung und mehr Reflexion am Lern- und Universität zu ermöglichen als im Lern- und Betrieb. Erstmal danke für die Frage. Die Tendenz aus dem, was ich ausgeführt habe, Distanz zur Praxis einzufordern, um Bildungsprozesse im Sinne von Bewusstseinsbildungsprozesse zu ermöglichen, ist erstmal naheliegend. Also die so berühmte pädagogische Provinz, in die man sich zurückzieht, um mal in Ruhe zum Nachdenken zu kommen, ob die Dinge so, wie sie laufen, richtig sind, ist notwendig. Aber genauso notwendig aus meiner Sicht ist genau die Konfrontation mit der Situation im Betrieb. Also ich würde auf keinen Fall auf die Situationsorientierung verzichten wollen.
Genauso wie ich nicht darauf verzichten wollen würde, in der Hochschullehre sich sozusagen authentisch zu begegnen und im Grunde genommen in die echte Interaktion zu kommen, sondern sich nur noch auf einem hochgestochenen, elaborierten Sprachcode zu begegnen, um sich im Grunde genommen, ja, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere, mit unnützigen Hirngespinsten rumzuschlagen, die aber letztlich an der Realität und der gesellschaftlichen Praxis überhaupt nichts ändern. Also im Gegenteil plädiere ich genau dafür zu sagen, wir brauchen, wie ich es gesagt habe, die Fluchtburg der Vernunft, auf die wir uns hin und wieder zurückziehen, um zu sagen, was machen wir eigentlich und warum und wozu. Aber wir brauchen zugleich immer wieder auch das Einlassen und das gestalterische Einlassen in die Praxis. Und ich habe eigentlich nirgendwo bessere Gegenstände für kritische Berufsbildung gefunden, als genau in der betrieblichen Praxis. Also wenn mir eine wunderbare Situation, an die ich mich erinnere, in dem Modellversuch, den wir im Betrieb hatten, dass die Geschäftsleitung überlegte, ob sie die Ausbildungs- und Produktionsinsel, in der wir den Modellversuch stattfinden ließen, schließt oder nicht, weil sie feststellte, dass sie die Produkte, die die Auszubildenden dort fertigen, zum im Grunde genommen Materialpreis aus der Tschechei importieren können. Und das war eine richtige Schockbotschaft sozusagen für alle Auszubildende in dieser Lern- und Arbeitsinsel und war ein wunderbares Exemplar zum Lernen, was Globalisierung bedeutet. Mhm. Und darauf würde ich nie verzichten wollen, um das nur mal als ein Beispiel zu nehmen. Da gibt es unzählige, die, wenn man gut zuhört, einem da begegnen. Okay, ich habe sie auch als Provokation und nicht als eine andere Position gekennzeichnet. Okay, teil das ja. Robert, bist du jetzt wieder sprachfähig oder sprachwillig oder bist du noch nicht wieder da? Er schreibt, läuft, aber... Vielleicht läuft es auch weg. Geht nix. Geht nix, okay. Schreibt er. Okay, gibt es weitere Rückfragen? Sicherlich sind auch Verständnisfragen gewünscht und legitim, weil... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir alle alles verstanden haben, was Franz ausgeführt hat. Michael, ist das eine Wortmeldung? Okay. Nee, aber vielleicht für zukünftige Veranstaltungen wäre es ja vielleicht sinnvoll, wenn man dann auch die Präsentation nochmal hätte, um vielleicht nochmal zu schauen. Klar kann man sich Notizen machen, aber man könnte jetzt nochmal kurz durchscrollen und könnte gucken, hey, wo hatte ich nochmal einen Hänger? Das fehlt jetzt natürlich so ein bisschen. Ja, da hätte sie nicht erst 10 Minuten vorher fertig sein dürfen. Entschuldigung. Ja, das kenne ich. Ich denke, wir lassen noch ein bisschen Zeit. Vielleicht muss der eine oder andere wirklich noch mal kurz sacken lassen, noch 1-2 Minuten und dann kommt vielleicht noch eine ein oder andere Anmerkung oder Rückfrage. Und Robert, du kannst auch gerne das als Nachricht in den Chat schreiben, wenn du das schaffst. Ich würde vielleicht sonst, wenn es wirklich keine Fragen gibt, nee, Christian möchte sprechen. Leistiko. Ja, also vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch, vielleicht hast du schon gesagt und ich habe es gar nicht so richtig wahrgenommen. Was bedeuten jetzt sozusagen aus deiner Sicht deine Ausführungen für die Lehrerbildung oder für den eigentlichen Lehrer im Berufsbildungssystem oder in den beruflichen Schulen? Wenn ich es mal platt sage, dann heißt es, Bange machen gilt nicht. So formuliert es Horkheimer am Ende seiner Begrüßungsrede der neuen Studierenden 1952 zum Begriff der Bildung. Also
Ermutigung zur Reflexion bedeutet das für Berufsschullehrer, die dann an die Schulen gehen und im Grunde genommen die Verantwortung wahrnehmen, die man hat als Lehrkraft, nämlich im Grunde genommen Auszubildende zum selbstständigen Denken und Handeln zu befähigen, um es mal so zugespitzt zu formulieren. Und die Entscheidung ist ja immer an der Stelle, welchen Dingen gebe ich Vorrang? Und hat Vorrang sozusagen das erfolgreiche Absolvieren der Prüfung? Für alle ist das sozusagen mein Erfolgskriterium? Hm. Oder ist im Grunde genommen, ja, im Vorrang, Heidorn würde das formulieren, das Überleben der Menschheit. Es geht um nichts weniger. wir haben das jetzt auch diskutiert, genau vor dem Hintergrund unserer Fragebogenentwicklung mit Anne Traum und den Kollegen bei Qualitätsoffensive Individuum, Campus Individuum. Wenn wir jetzt Erfolgskriterien entwickeln wollen für ein erfolgreiches Berufsschullehramtsstudium, was sind denn dann die Kriterien? Sind das sozusagen erstmal die Kompetenzstandards der Lehrerbildung Baumer-Kunter oder Kunert, ich verwechsel es immer, und dann vielleicht noch Studienerfolgskriterien, die wir heranziehen aus anderen Untersuchungen? Oder, und das ist jetzt der Weg, den wir gehen, ziehen wir genau jene Ziele, über die ich jetzt gerade referiert habe, als Ziel berufsschullehrischer Bildungsprozesse an der Universität mit heran und gucken, inwiefern können Leute selber denken, um es mal platt zu sagen. Und das wäre sozusagen das Ziel, die Dinge miteinander zu vereinbaren. Natürlich würde ich sagen, wenn ich Lehrkraft in der beruflichen Bildung bin, trage ich eine Verantwortung dafür, Lernsituationen zu gestalten, die den jungen Menschen es erleichtern und ermöglichen, tatsächlich danach den Beruf auszuüben. Aber ich würde mich freuen, wenn es mir auch gelingt, Ihnen andere Möglichkeiten aufzuziehen oder aufzuzeigen, als nur diesen Weg gehen zu können. Und es kann ein Erfolg sein, ich habe das in irgendeinem Artikel geschrieben, am Ende eines Seminars zur themenzentrierten Interaktion, wo ein Student zu mir kommt und sagt, herzlichen Dank, Herr Kaiser, jetzt weiß ich definitiv, was ich nicht werde. Also Berufsschullehrer und so Interaktion mit Menschen ist echt nicht mein Ding. Und ich denke mir, vielen Dank, auch das ist ein Erfolg. Mhm. Also, aber da müssen wir mutig sein, das auch sozusagen für uns so zu verbuchen, zu sagen, ich habe jemandem die Widersprüche kaufmännischen Handelns so drastisch dargelegt, dass er garantiert seine Kaufmannsausbildung abbricht. Das wird nicht primäres Ziel eines Berufsschullehrers für kaufmännische Berufe sein, aber es könnte ja auch ein Ziel sein, sage ich jetzt mal ganz provokant. Definitiv. Also ich würd da auch mitgehen. Ich sehe aber so ein bisschen aus eigener Erfahrung, ist es halt echt im derzeitigen System, also dafür brauchen wir sozusagen noch mehr Lehrkräfte, die so denken und dann ins System kommen. Ich finde es eher, dass das derzeitige Schulsystem uns Lehrkräfte, ich will nicht sagen abschreckt, wenn wir mit genau dieser Lehreinstellung lehren. Aber ich kann halt auch verstehen, dass viele Lehrkräfte halt sagen, also weil sie so selbstreflexiv sind und die Strukturen der Schule so reflektieren, sagen, ich will doch kein Lehrer werden. Ja. Es gibt die Bitte von Daniel, nochmal das Lisop-Zitat aufzumachen und vielleicht nochmal auf das Lisop-Zitat einzugehen. Ja. Ich habe es gerade in den Chat kopiert. Ah, okay. Mhm. Kann man mich jetzt eigentlich hören? Ja. Ach, schau an. Ja, was auch immer. Über Handy geht das dann plötzlich doch. Hm. Außer einem habe ich jetzt leider nichts mehr gehört. Für uns, so in dem Projekt, meine Frage ist eigentlich, wie also auch kritisch zu hinterfragen, wie gelingt uns eigentlich in der Lehrerbildung, kritische Gestaltungsfähigkeiten zu fördern,
in unserem hochschulischen Kontext, weil wir ja nun multidisziplinär ausbilden, abhängig sind von verschiedenen Fachwissenschaften, von verschiedenen Vorgaben und letztendlich unsere Teile, die wir in den Studium beitragen oder mit den Studierenden zusammengestalten, sind ja doch auch gar nicht mal so viele im Vergleich zu fachwissenschaftlichen Ausbildungen. Und da dann eben ketzerisch zu sagen, also ist Emanzipation oder eigentlich im Bologna-Prozess Citizenship, vielleicht ist das der Begriff, der da auch so ein bisschen in die Richtung geht, verfolgen wir das hier wirklich in der hochschulischen Bildung, weil ich würde es bezweifeln an vielen Stellen so. Und ich habe es auch nicht erlebt als Student. Nach dem Bachelor hätte ich gut und gäbe auf Universität verzichten können. Da ist so eher so die Blase geplatzt des freien, mündigen Bürgers, sondern eher des Abarbeitens von diversen irrelevanten Prüfungsleistungen so. Und eine unglaubliche Verwertungslogik. Ja, und die Frage ist jetzt, was tragen Hochschulen? Also, wie können wir eigentlich Ausbildungsgänge für Lehrkräfte konzipieren, auch in Zukunft konzipieren, die uns ermöglicht, Bildungsräume zu schaffen, die Emanzipation, Autonomie und Mündigkeit befördern und trotzdem irgendwie alle mit ins Boot holen? Ist das eine Aufgabe, die wir wahrscheinlich nicht bewältigen werden, so wie Strukturen sind zurzeit? Oder wie können wir es schaffen, mit den anderen zusammen das gestalten? Also ich sehe irgendwie auch nicht so die Zukunftsperspektive Lehrerbildung oder Lehrerinnenbildung in der Universität zurzeit. Also ich finde es so ein bisschen ein sehr rigides, konservatives System. So. Und was sind da deine Ideen, wie das so sich gestalten könnte in der Zukunft? The $1 million question. Also, das ist so eine ganz einfache Frage. Und ich kann mich gerade erinnern, dass wir, ich weiß gar nicht in welchem Kontext, neulich darüber diskutiert haben, sehr engagiert. Genau, als es um die im Arbeitskreis berufliche Lehrerbildung des ZLBs haben wir über das Leitbild diskutiert, des Zentrums für Lehrerbildung zur Lehrerbildung. Und da gab es ganz engagierte Vorstellungen, lass uns das doch gleich mit der zweiten Phase zusammen diskutieren, der Lehrerbildung, was völlig richtig ist. Also wenn du mich so fragst, wäre ich jemand, der massiv für eine stärkere Integration von Praxis in die Lehramtsausbildung plädiert. Was sich aber bei mir komischerweise nicht in der Konsequenz so darstellt, dass ich zurück zur DDR-einphasigen Lehrerausbildung will, oder die gab es auch mal in Oldenburg als Modellversuch, sondern was ich mir eher vorstelle, ist eine hochschulische Qualifizierung, eine Phase sozusagen der Praxis in der Schule und dann nochmal eine Rückkehr an die Hochschule. Gerne mal ein ganzes Jahr nochmal das durchkauen, was haben wir da an der Schule gemacht, wie funktioniert Schule, und das dann gerne fortgesetzt, auch weiter mit Stippvisiten sozusagen raus aus der Schule und wieder rein in die Schule. Also das, was ich eben in dem Wechselspiel von Theorie und Praxis auch erwähnt habe, das würde ich mir an der Stelle auch wünschen. Aber ich plädiere nachdrücklich nicht für die einphasige Lehrerausbildung, weil meine Befürchtung zu groß wäre, dass wir den Raum zum Nachdenken verlieren und die Haltung, die viele angehende Lehramtsstudierende verständlicherweise haben, und die hatte ich auch selbst, ich komme an die Uni, bringt mir bei, wie ich Unterricht mache, die muss erstmal durchbrochen werden. Also sich klar zu machen, dass Lehrerin oder Lehrer zu werden, mehr bedeutet, als Unterricht irgendwie machen können, 1,5 Stunden füllen. Genau, also das ist die kurze Antwort. Und die noch kürzere Antwort ist, wie können wir das unterbrechen, indem wir solche Sachen wie gerade heute machen, jetzt meine ich nicht so einen ganz genialen Vortrag machen und dem zuhören und darüber diskutieren, sondern unterschiedliche Perspektiven von ganz unterschiedlichen Personen zugänglich machen. Das ist ja gerade das, was wir bei diesem Berufsbildungskolloquium auch versuchen, auch andere Meinungen zu Wort kommen lassen und dazu diskutieren, sodass eigene Meinungsbildung möglich wird.
und am besten auch verschiedene Lehrveranstaltungsformate wählen, wie beispielsweise auch das Seminar, was Philipp Struck macht, wo sozusagen eine Auseinandersetzung mit sozialer Realität von Geflüchteten stattfinden kann und ich mich darüber unterhalten kann. Also diese Wechselspiele brauchen wir. Ich fasse mich kurz. Ich habe gesehen, Mirko Melogar würde auch noch gerne was sagen oder fragen. Ja, vielen Dank, lieber Franz, und vielen Dank für den tollen Vortrag. ich habe erst überlegt, ob ich als bewusstlos Forschender eine Frage zu dem Themenfeld stellen sollte. Aber tatsächlich, glaube ich, passt besser in die Runde oder interessiert die Runde vielleicht auch nicht nur mich, dass dieser Vorschlag, den du hattest, als Konsequenz für Forschung, Praxis und Politik, nämlich die Verankerung dessen, was du vorgeschlagen hast, in Curricula. Das finde ich spannend. Also was, wenn du vielleicht 2, 3 Sätze sagen könntest, wie du dir so eine curriculare Verankerung vorstellst. Ja, das ist gerade brandaktuell. Ich bereite gerade 2 Artikel vor, wo es darum geht. Die setzen sich auseinander mit der Überarbeitung der Standardberufsbildposition. Das ist ein schönes deutsches Wort, Ungetüm. Dir wird das was sagen, als jemand, der in der Neuordnungsarbeit aktiv war. Die Standardberufsbildpositionen sind im Grunde genommen Vorgaben für die betriebliche Berufsausbildung, die gleich welchen Ausbildungsberuf ich wähle, Standard sind. Und da gibt es jetzt gerade 2 Neuerungen, eine nämlich Richtung Nachhaltigkeit und eine Richtung digitalisierte Welt. Und da gibt es gerade von den Arbeitnehmern durchgesetzte, ich vermute eher von Ihnen durchgesetzte Anknüpfungspunkte tatsächlich für Selbstreflexion in der Berufsausbildung und aber natürlich auch Weltreflexion mit den Themen der Nachhaltigkeit. Und solche Verankerungen halte ich für hilfreich und notwendig, um im Grunde genommen sowohl engagierten betrieblichen Ausbildern als auch Berufsschullehrkräften Bezugspunkte zu liefern, zu sagen, ich muss das hier machen, weil das steht auch hier. Also Sie können mich nicht davon abhalten, mich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, weil hier in den Standardberufsbildpositionen ist das verankert. Das ist vielleicht ein Hinterherreiten einer Chimäre, aber ich glaube noch immer daran, dass das manchmal auch hilfreich ist und bedeutsam ist. Viel, viel einfacher ist es natürlich für mich jetzt in unserer Rolle, genauso wie für Andreas Dietrich und andere Hochschullehrer oder Universitätsprofessoren oder Hochschulprofessoren, es in den Studiengängen zu verankern, die sie selber verantworten. Also wenn es die Idee in der Wirtschaftspädagogik gibt, jetzt so etwas wie sozioökonomische Bildung zu verankern, um einen etwas anderen bildungsökonomischen Begriff zu bekommen, sozusagen den Begriff des Haushalts als Welthaushalt vielleicht nochmal wieder neu zu begreifen, dann sind das wichtige Dinge, die uns Möglichkeiten verschaffen. Das Gleiche würde ich natürlich mir für jede kaufmännische Ausbildungsordnung wünschen, aber das wird noch ein bisschen länger dauern. Aber wenn man mal in der ökonomischen Bildung auf Hochschulebene anfangen würde oder wieder dahin zurückkehren, auch politische Ökonomie mitzudenken, dann ist das einfach von entscheidender Bedeutung. Vielleicht so viel dazu. Dankeschön. Gerne. So, ich schaue noch mal in die Runde. Ich würde sagen, jetzt gibt es die letzte Chance, aufgrund auch der fortgeschrittenen Zeit noch Äußerungen oder Wortmeldungen von sich zu geben. Jeder darf noch mal nachdenken, ob etwas zu fragen oder zu kommentieren ist. Aber ich denke, abschließend können wir die Diskussion heute sicherlich nicht führen, aber sicherlich ist es ein Impuls auch für die weitere Auseinandersetzung mit der Art und Weise, wie wir Schule und Hochschule begreifen, wie berufliche Bildung begreifen und wie wir auch Lehrerbildung organisieren wollen. Aber dennoch mal die Chance zum Handheben oder einfach reinrufen. Michael.
Genau, dann frage ich noch mal abschließend was. Und zwar die kritische Gestaltungsfähigkeit, Kompetenz, wie auch immer, Franz, die soll sich ja zusammensetzen aus der selbstreflexiven Autonomie und dem sozial verantwortlichen Handeln. Und ich würde ganz gern wissen, wie du da diese beiden Punkte ja bestimmt hast und ob es vielleicht noch weitere Punkte gibt, die zur kritischen Gestaltungsfähigkeit mit zuzählen würden. Ja, für mich ist eigentlich, ich versuche mal, ob ich wieder auf die da nochmal schnell hinkomme zu der Folie und die teilen kann. Da habe ich sie. Sekunde. Ach, wenn das immer alles so schön schnell ging. Okay, ist das sichtbar jetzt? Ja. Ja, also das sind für mich die vier Dimensionen. Ein Narr, wer Böses dabei denkt und sich an das TZI-Dreieck erinnert fühlt, weil genau das ist es. Es geht um das Ich, das Wir, das Thema und den Globe. Also, und es geht um die Balance sozusagen. Ich weiß, zu meiner Antrittsvorlesung habe ich gesprochen über eine Berufsbildung mit menschlichem Antlitz oder so ähnlich. Und genau das steckt für mich dahinter. Und es braucht ein bisschen Bewusstseinsbildung, um zu erkennen, dass meine Interessen, also auf der Ebene des Ichs, nicht zu lösen sind von der Interessen sozusagen am Welterhalt. Also weil ich auch Natur bin, muss ich existenziell ein Interesse am Erhalt der Natur haben. Das heißt, wenn ich die Dinge so auseinandernehme und sage ich, wir, es und Globe, dann nur deshalb, um sie im Grunde genommen in einer Theorie anschaulich zu machen. Letztlich gehört es aber alles zusammen. Ich kann nicht ohne dich existieren, also ich brauche das Wir, mein Gegenüber, das Du. Ich brauche im Grunde genommen aber auch eine Möglichkeit, mich zu materialisieren in meiner beruflichen Tätigkeit. Das ist die Ebene des S. Hoffentlich finde ich eine, die zu mir passt und mit der ich gut leben kann und in der ich gut wirken kann. Und genauso bin ich eben in diesem Weltzusammenhang. Und das ist für mich das Orientierungsmodell, mit dem ich das versuche, immer wieder zu exemplifizieren. Mit all den Widersprüchen, die da drin stecken und Unvollkommenheiten. Aber ich habe bisher nichts Besseres gefunden. Ja, ja, alles in Ordnung. Ist halt relativ noch ziemlich abstrakt. Ne? Ich hab ja den Artikel von Anne gelesen zu deiner Gestaltungsfähigkeit und dort tauchen halt diese beiden Kategorien, sage ich mal, der kritischen Gestaltungsfähigkeit auf. Ja. Und ich glaube, auch auf Basis dieser Kategorien könnte man ja dann auch, sage ich mal, auf Roberts Frage vielleicht eine Antwort geben, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Aber dass man dann natürlich sagt, so wie es drin steht, den Kern der selbstreflexiven Autonomie bilden, ein achtsamer Umgang mit sich selbst oder eine selbstkritische Kompetenzentwicklung. Und dann kann man natürlich weiterdenken, ja, wie kann ich denn Leute zu einem achtsamen Umgang mit sich selbst bringen? Was muss ich da für Lehre machen? Oder auch, wie kann ich eine selbstkritische Kompetenzentwicklung abbildbar oder auch fördern, wie wir zum Beispiel ja durch das E-Portfolio dann vielleicht auch machen wollen. Also, ja, genau. Was für mich, wenn ich das gerade noch sagen darf, wirklich die größte Krux an der ganzen Geschichte ist, das habe ich versucht in einer der letzten Fragen anzudeuten, ist, wie weit dürfen wir als Pädagoginnen und Pädagogen gehen? Also das Individuum zur Selbstreflexion aufzufordern, geschenkt. Aber darf ich das Individuum zur Weltgestaltung auffordern? Darf ich erwarten, dass jemand solidarisch handelt? Oder darf ich das nicht? Also wie weit geht sozusagen die politische Dimension an der Stelle? Das sind spannende Fragen, die ich bei einem Vortrag in Münster diskutiert habe, wo wir an den Punkt kommen zu sagen, werden wir jetzt dogmatisch oder sind wir, so würden Gamm und Konefke sagen, nur vernünftig? Also weil es ist im Interesse aller, dass du gefälligst sozusagen nicht deine Ego-Sau durchziehst, um es mal ganz hart zu formulieren. Also insofern darf ich das eigentlich auch erwarten, erst recht als Lehrerbildner. Aber da
das wären spannende Dinge, wo wir gucken müssen, wie weit dürfen wir da gehen und was heißt das dann auch praktisch. Aber das sind so die klassischen Diskurslinien linker Politik oder auch linker Pädagogik, wie auch immer man das nennen will. Oder eben dem Mensch verpflichtete Pädagogik. Ja, aber ist ja auch spannend, ne? Wie du sagst, wenn man das festlegt, dann ist es halt auch, ja, also ich habe auch überlegt, ob man die kritische Gestaltungsfähigkeit vielleicht in die Standards für Bildungswissenschaften irgendwie reinkriegt. Weiß ich nicht. Aber so wie es klingt, klingt es ja erstmal, wie du sagst, nach einer anstrebbaren Fähigkeit oder Kompetenz, die Lehrer haben sollten. Aber das dann auch als Standard festzulegen, bedeutet ja dann auch wieder, dass jeder diese Fähigkeit haben sollte. Wir hören sollte, dich leider muss. Nur noch mit unterbrochenem Ton. Ich weiß nicht, ob die Verbindung so schlecht ist. Okay, Andreas, haben wir noch andere Fragen? Im Augenblick nicht, aber vielleicht nochmal das Kompromissangebot. Franz, du hast ja diesen Begriff der Dogmatik reingebracht. Also ich würde eher formulieren, dass eine Berufs- und Wirtschaftspädagogik zumindest als wissenschaftliche Disziplin zumindest normativ sein sollte. Also wertorientiert Vorstellungen, auch gesellschaftliche Vorstellungen äußern kommen darf. Dass also keine objektive Wissenschaft ist, die auf die Frage von Christian hin Lehrern, wenn man so will, mechanisch beibringt, wie man guten Unterricht und wie man gute Methoden einsetzt. Es geht immer auch um Ziele, um normative Grundpositionen und ich denke, die wissenschaftliche Redlichkeit verlangt allerdings von uns, die auch explizit zu machen und immer wieder auszuweisen, welche Position vertreten wir da eigentlich. Und wenn man sich diese aktuelle Diskussion, um es einfach nochmal aktuell zu wenden, Gestaltungsfähigkeit, kritische Gestaltungskompetenz in Zeiten der Corona-Epidemie sich angucken wollen würde, auch das Verhältnis zwischen sozusagen egoistischen Verhaltensweisen, solidarischen Verhaltensweisen bis hin zur Weltreflexion. Wenn wir das jetzt noch aufmachen, würden das fast können wir lange diskutieren, aber ich glaube, da wird genau deutlich, dass wir da genau über diese Wertehaltung auch als Bildungsziel stärker reflektieren müssen. Mhm. Also vor dem Hintergrund, vielen Dank, Franz, für deinen Beitrag. Vielen Dank an Sie und euch alle für die interessanten Wortbeiträge und das Zuhören. Wir sehen uns im Kolloquium wieder am 5.1., also im neuen Jahr. Bis dahin von uns allen, also Frau Riele, Frau Lotze, von Franz und mir, eigentlich alle guten Wünsche an alle, die hier noch im Raum sind. Bleiben Sie gesund, schöne Weihnachten, guten Rutsch, trotz aller Einschränkungen und vielleicht der Appell, denken Sie beim Feiern auch in Solidarität mit denjenigen, die vielleicht gerade nicht feiern können. Also machen Sie es gut, schöne Zeit und hoffentlich bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss.